Jo Leute, was geht ab? Mutalib hier. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Ich bin mal wieder zurück nach einer ganzen Woche hier. Ich hatte diese Woche echt so eine Achterbahnfahrt, aber so ist das Leben. Stabil bleiben einfach. Nichtsdestotrotz geht es hier weiter auf dem Channel, auf unserem Channel, Jungs. Heute geht es um einen sehr, sehr schönen Duft, der günstig ist und eine sehr hohe Nischenqualität hat zu einem niedrigen Preis. Ein Duft, den es schon lange nicht mehr gab. Der war schwer zu kriegen. Das letzte Mal, wo ich ihn gesucht hatte, gab es ihn irgendwie nur in Amerika über eBay. Und das war mir halt natürlich ein bisschen zu teuer. Ich hatte den dann aus den Augen verloren. Wurde von einem Abonnenten wieder darauf aufmerksam gemacht. Hab mir den auch besorgt. Endlich. Und zwar geht es um den Amav Rudnisch. So, hier, das ist die Verpackung. Sehr, sehr schöne Präsentation. Erinnert so ein bisschen an Gucci. Übliche Infomaterial hier. Das ist eine Batch von Ende des Jahres. Ich weiß nicht, wie die älteren riechen, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Es geht weiter, es wird immer schöner. Schaut euch das an, Leute. Alles zusammen hier. Komplett. Ich glaube, hier, das ist einfach nur Kunstleder. Aber sieht trotzdem schön aus. Amav Logo. Unten hier auch Sterling. Und die üblichen Informationen. Und hier drinne ist das Schätzlein, sage ich mal. Die Flasche. Kann man hier dann rausnehmen. So. Hier auch. So sieht das dann hier aus. Okay. So, nun zur Flasche. Sehr, sehr schöne Farbe. Auch die Flasche sieht sehr schön aus. Sehr edel. Dickes Glas. Schaut euch hier die Farbe vom Duft an. Schön dunkel. Hier das eine Plastikkappe. Wackelt so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz sieht auch sehr schön aus. So, kommen wir mal zum Sprayer. Ist okay. Nicht der beste, aber ist okay. So, was haben wir hier? Eine Kopfnote haben wir: Kümmel, Salbei, würzige Noten, Bergamotte, Herznote, Zeder, Iris, schwarzer Pfeffer, Basisnote, Leder, Patchouli, Vanille und Amber. So, dieser Duft, der riecht, also ich habe das Gefühl, dass sich hier so eine Duftparty stattgefunden hat in der Flasche. Der riecht nach so vielen Amber-Vanille-Düften. Also ich könnte euch keine Ahnung, wie viele aufzählen, aber woran der mich am meisten erinnert, also es ist jetzt kein Klon von irgendwas, was meiner Meinung nach, aber der riecht für mich so nach Grand Soir von MFK, hat eine Ähnlichkeit. Der riecht ein bisschen nach Tobacco Vanille, was noch, ey? All diese Amber-Vanille-Düfte, ein bisschen nach Raqqa riecht der. Und manchmal riecht auch ganz andere Düfte, die damit gar nichts zu tun hat. Also umso länger man diesen Duft trägt, umso mehr riecht immer mehr Düfte raus. Ich habe hier L'Instant von Degarlon rausgerochen. Mal so Momente lang so ein bisschen Sauvage Elixir habe ich mal rausgerochen. Also total viele Düfte sind hier, sage ich mal, drin vereint. Tobacco Vanille habe ich mal, weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt habe, riecht man auch so ein bisschen daraus, obwohl da gar kein Tabak drin ist, aber heißt ja nichts. Hier steht ja zwar auch Oud drauf, aber ist keins drin. Auf jeden Fall, dieser Duft fängt sehr würzig an, würzig, balsamisch, würde ich sagen. Auch leicht süß, also da kriegst du direkt eine so auf die Fresse, sage ich mal. Richtig Power hat der. Nachhinein, die Würze geht so leicht ein bisschen zurück, dann kommt so die Bergamotte, die Vanille mit rein. Ne? Und diese Bergamotte-Note hier ist einfach nur richtig cool. Also richtig schöne Bergamotte. Und ich mag diese Bergamotte immer eigentlich. Also, das heißt eigentlich immer. Die ist wirklich sehr schön. Die gibt dem Ganzen so eine schöne Frische, so etwas Anziehendes. So, ja, in der Basisnote, wie schon gesagt, Vanille und Ambar, das sind so die Main Player da drinnen. Hier haben wir auch Iris drinne, was den ganzen pudrige, leichte Lipstick-Note gibt. Also ganz leicht, nicht so wie beim
Dior Homme oder so solche Düfte in dieser Richtung. Die ist ganz leicht, nicht so zu Power Lipstick oder so. Ganz leicht im Hintergrund spielt die schön mit. Auch diese balsamischen Noten hörst du hier, riechst du hier schön raus. Am Ende des Tages riecht man hier wirklich viel Vanille raus, sage ich mal. Ja, so ist das wirklich so Vanille on top, begleitet von Amber und eine schöne Bergamotte. Die würzigen Noten sind auch da, aber nur so ganz leicht im Hintergrund. Das sind so die ersten drei, die ich erwähnt habe, die da am Ende noch mitspielen. Und das harmoniert sehr schön miteinander. Dieser Duft ist meiner Meinung nach sehr schön rund, hat Power, ist ein Biest, aber nicht so ein Biest, was einen stört. Ja, also dieses zu stark in your face. Nur beim Opening vielleicht, aber nach der Projektiert sehr schönes Sillage. Aber ohne, sage ich mal, so zu stören, so irgendwie so dieses, wenn es zu süß ist oder so. Ne? Also dieser Duft für mich ist sehr, sehr schön eingestimmt, harmoniert top, riecht sehr schön, perfekt für dieses Wetter. Muss man den haben? Also wenn man diese Richtungen mag, dann sage ich auf jeden Fall ein Must-Have. Wer es noch nicht kennt, diese Vanille-Amber-Kombos, der soll den auf jeden Fall ausprobieren. Also damit machst du absolut nichts falsch, vor allem für den Preis. Ich habe im Internet jetzt drei Shops gefunden. Einen Shop würde ich nicht empfehlen. Günstigste ist 16 noch was. Also mit Versand, da bist du bei 21 noch was, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist das Günstigste. Nur bei diesem Shop müsst ihr ein bisschen warten, ja, weil die fordern die Sachen noch von ihrem Großhändler an. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich 10 Tage warten. Für ungefähr 2 Euro, teurer, genau, 2 Euro teurer. Für 2 Euro mehr könnt ihr den ein bisschen schneller haben. Da habe ich den ersten habe ich hier bei Beauty for Less gekauft und den anderen bei Parfüm. Also ich habe noch zwei andere bestellt. Leute, bei dem Preis muss man definitiv zuschlagen und bunkern. Bei Parfüm 365, die kommen noch. Das dauert, wie gesagt, müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Dann kriegt ihr den auch. Müsst ihr, wie gesagt, 10 Tage ungefähr warten. Auf jeden Fall top. Sehr zu empfehlen. Wie gesagt, hohe Nischenqualität zu einem sehr niedrigen Preis. Der kann easy mit den meisten mithalten, locker. Also, ich denke mal, der hat wirklich so einen 200-Euro-Wert. 150, 200, 200, vielleicht sogar noch mehr, je nachdem. Und auch so am Ende so, du riechst nichts mehr, irgendwie Synthetisches oder sowas Billiges oder so. Der bleibt wirklich schön teuer, sage ich mal, in der Nase. Ne? Auch beim ganz, ganz wenn es doch komplett ausgetrocknet ist, riecht er immer noch schön und hast so, okay, Moschus war hier nicht aufgelistet, aber ich riech so ein bisschen leicht Moschus raus. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr Interesse habt, schlag zu, der war wirklich sehr, sehr schwer zu bekommen. Ihr könnt euch auch auf YouTube umschauen und so. Hier stimmt einfach alles. Also man kriegt hier viel, viel, viel mehr für sein Geld. Also wahrscheinlich das bei 16,90 oder wie das war jetzt, kriegst hier wahrscheinlich das über 10, 15-fache dafür, okay? Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Amav, Oud Nij. Ich verlinke das Ganze natürlich wie immer. Und bis zum nächsten Video, meine Freunde.